Einen wunderschönen guten Morgen. Es ist wieder mal Dienstag, der 21. Juni im Jahr 2016. Wir haben 10.16 Uhr und es ist die 158. Fraktionssitzung. Kommen wir zur Feststellung der Beschlussfähigkeit und Abstimmung über nicht öffentliche Teile. Wir machen das mal zweigeteilt. Wir kommen über die Feststellung der Beschlussfähigkeit. Und ich sehe bei den Abmeldungen, die vorliegen. 10. Genau, in diesem Moment 10. Stimmt's? Acht, neun. Ich zähle 10, oder? Wieso zählst du 10? Ich habe mich selber, glaube ich, zuerst gezählt. Dann passt schon. Okay, wir sind 9 MDL und 9 Mitglieder der Fraktion sind hier. Und von daher sind wir nicht beschlussfähig. Wenn ich anfange, dann passt das. Sollte es trotz der Nichtbeschlussfähigkeit den Wunsch nach nicht öffentlichen Teilen geben, können wir dies ja mehr oder weniger nicht beschließen. Nach Ende der Sitzung machen, sozusagen. Der Toso hat doch geschrieben, dass er später kommt. Ja, das würde ich dann trotzdem, von mir aus, wir können es ja so lange mal noch zurückstellen mit den nicht öffentlichen Teilen. Dann würde ich sagen, fangen wir einfach mal mit den öffentlichen Teilen an. Außer Joachim, was? Mikro bitte. Ich möchte den Antrag auf einen nicht öffentlichen, / fraktionsöffentlichen Teil stellen, unterm Punkt Verschiedenes, war nicht eingereicht bis heute, Stichwort Thalidomid. Wir können es halt wie gesagt nicht abstimmen, aber wir haben es jetzt halt mal so aufgenommen. Ansonsten kommt es nächste Woche ganz normal mit auf die Tagesordnung. Wie lange? Ungefähr wie viel Zeit würdest du dafür veranschlagen wollen? Viertelstündchen? Eine Viertelstunde, wo wir mal so ein bisschen auch darüber reden sollten, was und wie und wie man da überlegt vorgeht. Ja. Okay. Dann Top 1, Genehmigung des Protokolls, wird somit übersprungen. Kommen wir zu Top 2, Bericht der Pressestelle. Hier sieht es aufgrund der Urlaubs- und Gesundheitslage ein bisschen mau gerade aus, aber Tina kann helfen und ich kann auch noch ein bisschen von gestern aus der Bundespressekonferenz. Ja, so ein bisschen. Also ich kann jetzt als letzter Mohikaner der Pressestelle nur ein paar Sachen berichten. Heute ist das Werkstattgespräch Cannabis und Verkehrssicherheit. Sehr prominent besetzte Runde. Da ist Mario dran, das medial zu begleiten und das Team Lukas selber auch. Also ihr versucht ja eigene Pressekontakte auch zu nutzen, um das Ganze dann auch in die Öffentlichkeit zu tragen. Donnerstag gibt es eine Anhörung zum Thema Kinderrechte. Das ist unser Antrag für eine Landesbeauftragte für die Rechte von Kindern, ist richtig? Da wollten wir auch eine PM zu machen. Da müsstest du dich vielleicht nochmal mit Mario kurz schließen. Also Mario ist im Urlaub, aber nicht so richtig im Urlaub. Er hat frei, weil er Termine hat und Pflichten. Also der liest seine Mails nicht, ist aber telefonisch erreichbar. Freitag ist der parlamentarische Abend im Rahmen des Jugendlandtags. Jaroslav hat sich bereit erklärt, die Fotos zu machen. Also haben wir da auch ein Häkchen hinter und vielleicht, dass wir das auch nochmal erwähnen, weil da sollen ja möglichst viele Abgeordnete auch teilnehmen. Wir bereiten den Workshop für den digitalen Kompass vor. Dazu wird es am 27.06. im Rahmen des Arbeitskreises Digitales auch ein Briefing, eine Erklärung geben, also Inhalte und Handling des digitalen Kompass. Jaroslav, Lara und ich sind auch da dran, einen Film zu erstellen, der den digitalen Kompass auch noch mal ein bisschen erklärt, damit also man auch weiß, was das Ganze soll und wofür das gut ist. Bereiten die Pflegekonferenz vor, Gamescom, Tage der offenen Tür, also so das Übliche. Bei Pressesachen, wie gesagt, Jens ist wahrscheinlich erst Donnerstag wieder da, obwohl er eigentlich auch die, müssen wir gucken. Und Mario kann man halt anrufen, wenn was Dringendes, Wildes ist. Vielen Dank, Tina. Genau deswegen auch nochmal der Hinweis, auch hier in der Runde, auch nochmal, dass ihr
den anderen, die heute nicht da sind, vielleicht auch noch mal ein bisschen, sage ich mal, nicht auf die Füße treten. Am Freitag ist der parlamentarische Abend zum Jugendlandtag und da sieht es ganz einfach so aus, dass wir einfach da zu sein haben. Olaf oder Daniel mögen mich da korrigieren, was diese Grundhaltung angeht. Aber ich glaube, da sind wir uns, da sind wir einer Meinung, ne? Dietmar. Wenn ich das richtig im Blick habe, sollte man sich bei Frau Dietsch dazu anmelden, ne? Wenn ich das, ja? Da war eine Meldung gekommen, genau. Es ist vielleicht bei einigen nicht angekommen oder nicht übersehen worden, aber es wurde darum gebeten, sich bei Frau Dietsch dann für den parlamentarischen Abend anzumelden. Genau, bitte darum, weil dann entsprechend sozusagen im Rahmen der Vorstellungsrunde dies dann halt auch mit erwähnt werden wird. Daniel? Ja, ich wollte genau das auch noch mal zum einen ergänzen. Für alle, die es nicht auf dem Schirm haben, 19 Uhr ist der parlamentarische Abend. Das mit den Anmeldungen ist ja eigentlich auch gängige Praxis, dass man sich zur Veranstaltung anmeldet oder halt auch abmeldet. Funktioniert nicht immer so, wie es vielleicht sein sollte, wie auch immer. Ich würde mich, ja, macht ja nichts. Also ich habe gehört, Piraten können ja auch mit E-Mails umgehen. Man weiß nicht. Ich würde mich freuen, wenn wirklich der Großteil der Fraktion da ist, all dieweil wir ja an dem Samstag vermutlich nicht ganz so stark hier bei der Plenarsitzung besetzt sein werden. Umso besser wäre es, wenn wir für den Parlament oder beim parlamentarischen Abend tatsächlich im Endeffekt vollständig sind. Also insofern Grumpy Nein, nichts widersprechen, genau wie du gesagt hast. Okay, von Seiten des Bundes ganz kurz noch von gestern. Wir heute nebenbei mal kurz alle den Blick Richtung EU-Parlament. Während die EM läuft, wird die Schwiegertochter Franz Josef Strauß versuchen, Netzsperren auf europäischer Ebene im sogenannten Trilogverfahren in Brüssel halt von der Kommission ins Parlament zu drücken und Zensursula Reloaded, es wundert mich nicht, es ist genau der richtige Zeitpunkt im Rahmen der Pressegeschichten von gestern. Lukas. Hallo. Vielleicht auch noch ganz kurz. Wir haben diese Woche wieder das zweite Video unserer Dokumentation über den Hanfanbau publiziert. Das ist das zweite Video. Es folgen noch zwei weitere. An dieser Stelle einen herzlichen Dank an Jaroslav und Sandra, weil so ein Video zu machen, die paar Minuten, da sind knapp 3 Tage Arbeit mit Vorbereitung, Nachbereitung und Drehtag. Insofern, klasse Leistung, vielen Dank. Wunderbar. Dann das einmal, darf auch geteilt werden. Das darf auch geteilt werden, das Video, genau. Und viel verbreitet. So wie das eigentlich mit fast allen Tweets von MDL ist, die da so durch die Gegend geistern. Joachim, noch ganz kurz, Rückfrage. Auch Presse. Noch nicht Rückfragen, sondern eine Meldung, die im Kontext Presse vielleicht wichtig ist. Ich war am Sonntag von 11 bis 13 Uhr in Berlin auf der Peira-Matinee zusammen mit Matthias Burchardt zum Thema Lobbyismus und Bertelsmann. Ah, okay. Dann heute, am 21. erstmal, vielleicht seid ihr schon da oder nicht da, Dienstlaken, das Car-Office, sofern ihr uns seht. Müsste heute in Dienstlaken stehen. Dann morgen in Siegburg, dann am Freitag, glaube ich, ist es dann in Kerpen. Und dann am Samstag? Samstag in Kerpen, 25. Juni, 28. Juni, genau. Ganz zufälligerweise zum Landesparteitag am Samstag in Kerpen. Nein, ich werde tatsächlich nicht am Samstag in Kerpen sein am Anfang, sondern ich werde den Jugendlandtag bewusst hier noch ein bisschen mit begleiten und dann im nächsten Schritt nach Kerpen fahren. 28. Juni in Gelsenkirchen und am 29. in Moers und am 1. Juli in Bornheim. Wer immer genau zu diesen Zeitpunkten Zeit hat, möge doch einfach mal bei unserem Car-Office vorbeischauen. Das Team und einzelne MDL, die zu den Zeitpunkten können, werden sich sehr freuen. Top 3, Bericht des Fraktionsgeschäftsführers. Hartmut, bitte. Wir haben am Freitag eine interne Schulung bezogen auf die Plattform Verfassungspiraten
damit wir damit dann auch mit den Universitäten starten können und das auch vermitteln können. Wir werden morgen die Rückkanaltechnik probieren, testen. Ich hoffe, da klappt alles. Und dann würde die, da gibt es auch einen extra Tagesordnungspunkt, nämlich Entsendung eines Abgeordneten. Also geplant ist den Einsatz am 28. nächste Woche, Dienstag, in Recklinghausen. Und ich hoffe, da klappt dann alles. Das wird dann die erste dezentrale Fraktionssitzung der Piratenfraktion sein. Am 28. startet dann auch die erste Befragungswelle, 28. 29. im Rahmen des Car-Offices. Das ist also das Kernthemenbarometer Nummer 1, wird dann gestartet. Das kann jeder, der möchte, also auch für die, die jetzt im Stream mitschauen, jeder, der möchte, kann das mitverfolgen. Die Informationen gehen in dieser Woche dann noch raus. Im Augenblick läuft auch noch die Planung für die sitzungsfreie Zeit, was den Einsatz des Car-Office betrifft. Ich glaube, Tina, da sind ganz gute Rückmeldungen. Das heißt also, sehr viele Abgeordnete haben schon Termine zugesagt. Insgesamt werden das so 15 Termine sein in der sitzungsfreien Zeit. Die sind schon vergeben, also wer gerne im August. Eingeteilt, vergeben. Allerdings, wir sind auch nicht böse, wenn an einem Termin zwei Abgeordnete teilnehmen. Also insofern besteht da kein Mangel an Terminen und an Möglichkeiten. Ich habe gestern die Präsentation des ersten Netzwerkmonitorings verschickt. Wir haben aus den vielen, vielen Charts haben wir die Wesentlichen rausgeholt mit einer Analyse zu den Ergebnissen. Im Ergebnis kann man sagen, da ist noch sehr viel Luft nach oben, da kann man noch sehr viel draus machen. Ich habe gestern auch eine Einladung rausgeschickt für das zweite Netzwerkmonitoring am 27.06. Auch da ist wieder jeder herzlich eingeladen. Das ist auch im Rahmen der Kernarbeitskreise um 14 Uhr. Und anschließend, das hat Tina ja schon erwähnt, ist dann auch eine Einladung für alle rausgegangen, was die Präsentation des digitalen Kompass betrifft. Damit wir also, das wird am Car-Office ein Thema sein, das wird auch für jeden anderen Thema sein, sodass jeder Bescheid weiß, wie funktioniert das, dieses gute System und so weiter. Das wär's. Vielen Dank, Hartmut. Gibt es dazu Rückfragen von Seiten der Runde? Ja, Daniel, bitte. Tatsächlich nur ganz kurz zum Thema Car-Office. Wir hatten das zum Teil ja auch bilateral schon besprochen. Nochmal mit der Bitte, die Termine vielleicht ein bisschen besser mit den zuständigen Menschen in den Kreisverbänden oder Orten, Gemeinden etc. abzusprechen. Aber darum geht es mir gerade nicht primär. Mir ist, als das Car-Office letzte Woche in Münster war, aufgefallen, Jaroslav, wenn du einmal mit zuhörst, weil es dich, glaube ich, dann auch betrifft, mir ist aufgefallen, dass die Videoauswahl relativ eingeschränkt ist, die dann quasi im Hintergrund läuft. Ich finde zum Beispiel die Hanfpirat-Videos finde ich großartig, aber nicht nur auf mich, sondern auch auf einen Gast, der nicht Pirat ist, wirkten die Videos, also die war halt einfach mal so ein Stündchen bei uns da am Car-Office, vielleicht sogar noch länger, die immer wieder zwischendurch mal drauf geguckt hat, für die wirkte das, wir machen im Prinzip, also wenn sie jetzt zusammenfassen würde, würde sie sagen, die Piraten machen irgendwas mit Cannabis. Machen wir ja auch, aber ich würde einfach vielleicht anregen, dass wir noch ein paar andere Videos dazu nehmen. Also ich glaube, da fehlen von uns einigen diese lokalen Videos, die zum Teil gedreht wurden vor Ort, die sind jetzt im Wesentlichen zum Beispiel nicht mit dabei. Einfach, Jaroslav, wenn du vielleicht nochmal guckst, was ihr da so habt oder ob du vielleicht Ideen hast, wie man das noch irgendwie ergänzen kann. Ich fand die Gewichtung halt ein bisschen doof. Und ich möchte ausdrücklich sagen, ich finde die Hanfsachen mega cool. Und ich gehöre ja auch zu den Leuten, die das teilen und sowas alles. Aber der Schwerpunkt ist vielleicht irgendwie blöd. Genau. Ja, Simone habe ich auch gesehen. Simone macht keinen Cannabis. Creon habe ich auch mit irgendwelchen Röhren Creon, gesehen. Creon, Simone, Cannabis. Also ja, das ist doch schon mal was. Ich sehe, ist auch ein Video mit dabei gewesen, aber... Ich meine aber, es sind doch in Summe nur zwei Cannabis-Videos, oder? Gut. Ja, was musst du dazu
Nein, nein, wir müssen das jetzt, denke ich mir mal, nicht ausdebattieren, sondern wir gucken da einfach mal rein. Vielleicht ist es halt einfach, wir gucken da mal. Nicht, dass es zu, ja, mit Thema Schwerpunkte kann man ja da mal schauen. Genau, digitales Cannabis, Entschuldigung. Das Feedback ist halt eben von einer Frau da gewesen am Car Office, die ich vorher in meinem Leben noch nicht gesehen habe und die das gesagt hat, die auch weder mich noch Lukas noch sonst irgendwen von uns halt kennt. Okay. Klar. Gibt es außer diesem sachdienlichen Hinweis weitere Anmerkungen zum Bericht des Fraktionsgeschäftsführers? Dann können wir zum Bericht des Vorstandsreferates aus den Kernarbeitskreisen von gestern kommen. Tom, Nixus? Ja, ich fange mal an. Macht Nixus gleich weiter. Wir haben normal getagt in entsprechender Stärke. Drei wichtige Themen. Einmal es wurde wieder darauf hingewiesen, das muss diese Woche passieren, der sogenannte Huawei-Antrag. Wir wollen jetzt hier nicht in die Einzelheiten, in die Niederungen des Antrags einsteigen, aber der muss diese Woche vorliegen. Das ist auch schon mit den entsprechenden Leuten koordiniert. Da ist eben der Arbeitskreis eben auch ein wichtiges Gremium, weil eben der 28.06. dort als Termin vor Ort mit Relevanz geografischer Natur des Car Office von Bedeutung ist. Das Zweite gibt einen Antrag zur digitalen Bildung, der ist ebenfalls dort in den Kernarbeitskreisen quasi koordiniert vorbereitet. Und als Drittes hatten wir das weitere Vorgehen zum Integrationsplan. Da ist es jetzt einen Schritt weiter. Es gab gestern eine Runde auf PGF-Ebene, woraus in die alle Fraktionen gut vorbereitet mit ihren Papern. Wir hatten auch quasi unser Mini-Paper dafür vorbereitet. Und da ist auch geht es weiter. Und da sind wir jetzt quasi genau an dem Punkt, an dem wir auch, ohne jetzt den Verhandlungen da vorgreifen zu wollen oder sie beeinträchtigen zu wollen, an einem vernünftigen Punkt. Und der Konsens steht da über allem sozusagen. Und das ist auch bei dem Thema auch wichtig. Aber wir sind da in einer guten Position, auch die wichtigen Sachen, die wir jetzt schon reingebracht haben, auch weiterhin dort vorzufinden. Nixus. Mikro bitte. Hallo. Ein paar andere aktuelle Sachen. Wir hatten unter anderem, David hatte das eingeführt, das Große Koalition hat sich irgendwie auf eine Reform der Erbschaftssteuer geeinigt. So, gestern war überwiegend so die Meinung, ja, ist erstmal so, Sie werden da irgendeinen Kompromiss gefunden haben, faul oder nicht faul, wie auch immer. Interessanterweise ist jetzt natürlich Campact darauf eingestiegen, appelliert jetzt an die Adressaten ihrer E-Mail über den Bundesrat oder wie auch immer oder bevor der Bundesrat entscheidet, aktiv zu werden. Ich habe da derzeit keine Position zu, wir sind da gestern auch nicht weitergekommen, vielleicht gleich nach meinem Beitrag kann Dietmar noch was dazu sagen. Wir haben sicherlich keine dezidierte Position dazu, aber man sollte sich zumindest mal genau anschauen, was da in Sachen Erbschaftssteuer nun passiert ist. Also Campact bringt es auf den Punkt, sagt hier alles zugunsten der Reichen, alles bleibt wie es ist und kann man drüber reden. Dietmar hat offensichtlich was dazu zu sagen. Natürlich war auch unsere Haltung zur Präsidentschaftswahl, also nicht unser Vizepräsident, aber der große Präsident aller Deutschen, ein Thema, was wir aber dann auch nicht weiter vertieft haben. Es ist ja schon ausreichend und qualitativ hochwertig auf allen möglichen Listen diskutiert worden. Bonn-Berlin, haben wir kurz drüber gesprochen, die Diskussion flammt erneut auf. Tatsache ist aber, dass wir, sollte es da zu irgendwelchen gemeinsamen Aktivitäten kommen, wir sicherlich auch uns anschließen, so wie wir gefragt werden oder dabei sein können. Tatsächlich ist es natürlich aus Landessicht, und wir sind nun mal auch hier im Landtag NRW, so dass wir kein Interesse an einer Aufweichung des Bonn-Berlin-Gesetzes haben. Und wenn überhaupt, ist ein ordnungsgemäßer Weg, ein neues Gesetz zu verabschieden und die Dinge anders zu regeln. Aber aus unserer Sicht gibt es da erstmal keinen Handlungsbedarf, außer dass wir auch, wie wahrscheinlich alle in Nordrhein-Westfalen vorhandenen aktiven Parteien, sagen, nö, soll man erstmal so bleiben und nicht da irgendwie hintenrum irgendwie rumfuschen oder aufweichen. Der Kinderbeauftragte war noch insofern ein Thema, als dass es dazu diese Woche eine Anhörung gibt, ist richtig, ja.
Das ist durchaus ein spannendes Thema, eigentlich unser Ding. Vielleicht kann Olaf was dazu noch sagen. Also wir sollten, das war dann auch in der Referentenrunde, Hartmut hatte das angeregt, nochmal bespielt werden über Social Media, so wie wir es da hinkriegen, mit allen Abgeordneten-Accounts mal zusammenzuwirken. Auf jeden Fall sollte jemand in der Anhörung da sein, der auch aufmerksam die verfolgt und gegebenenfalls interessante Aktivitäten per Twitter verbreiten kann. Ich denke, der Daniel ist dazu prädestiniert. Du kannst das mit diesem Twitter. Sollte aber wirklich bespielt werden, ist uns ein Anliegen. Ich denke, wir können da auch noch mal ein bisschen in die Social Media reingehen. Letztes Thema war noch die Exzellenzinitiative, aber da wurde jetzt auch nicht allzu viel zu gesagt, außer dass man bemängeln kann, dass es sehr schwierig ist, sagte Hilmar, wenn ich mich richtig erinnere, für Universitäten, die bisher nicht drin waren, jetzt doch wieder reinzukommen. Aber das wäre vielleicht irgendwie mittelfristig dann im Bereich Bildung oder Forschung mal angesiedelt, sich damit auseinanderzusetzen. Nichts jetzt brandaktuelles, wo wir jetzt irgendwie doch irgendwas, wir haben es nur angesprochen einfach so. Das wären die restlichen Punkte. Vielleicht also nochmal der Appell, Social Media, bitteschön, sollte bespielt werden bei der Anhörung zum Kinderbeauftragten und natürlich ganz wichtiges Datum auch, so wir das dann zeitgleich hinkriegen mit dem Antrag und dem K-Office in Gelsenkirchen und der Anwesenheit unseres Fraktionsvorsitzenden, dass wir das wirklich auf dem Schirm haben. Die Presseabteilung ist trotz Abwesenheit von Mario informiert, vorbereitet und wird auch entsprechend aktiv werden. Das war es von meiner Seite. Wir sehen relativ vollgepackt. Jetzt sehe ich Dietmar, Olaf, Daniel. Erstmal herzlich willkommen. Ja, nur in aller Kürze zum Thema Erbschaftssteuergesetz. Änderungen bzw. Reform kann man das ja nun nicht wirklich nennen. Das ist eigentlich an der einen Stelle was weggenommen, was an der anderen Stelle wieder hinzugegeben wird. Bundestag, und also das macht, mit Kampakt macht durchaus Sinn, weil Bundestag hat noch nicht zugestimmt und auch Bundesrat muss noch zustimmen. Das heißt also, es wird sich doch auf Länderebene unter Umständen auch, gerade was SPD, Grüne geführte Länder angeht, da noch einiges ändern. Ich sehe das noch nicht, dass am 8. Juli, und dafür ist es vorgesehen, die Sache im Bundestag dann unter Dach und Fach ist. Danke, Dietmar. Sagt Ihnen nicht der Hinweis. Olaf. Bevor ich jetzt eben kurz auf den Kinderrechtebeauftragten komme, auch noch meine Sache, was ich zu der Steuerreform also da mitbekommen habe. Als Sie mir dann, zumindest haben Sie es im Fernsehen erzählt, dass Sie mit 200 Millionen rechnen. Als ich das dann gehört habe, bin ich eigentlich vor Lachen fast umgefallen. Weil das ist kein. Nö, 200 mehr. Ja, 200 Millionen mehr, jetzt, ja, weil vorher ja gar keine Steuern gezahlt werden, dann 200 Millionen mehr, jetzt 200 Millionen, auf nichts sind 200 Millionen. Ich bin fast vor Lachen umgefallen, als ich die kleine Menge gehört habe, um die Sie sich da so ein tierisches Theater machen. Wenn ich es mir wirklich angucke, was 200 Millionen im Bundeshaushalt bedeuten und wie viel Geld wirklich vererbt wird, aber das ist eigentlich vielleicht auch nur eine persönliche Meinung zu dem, dass ich es teilweise skurril und lächerlich finde, um welche kleinen Beträge wie viel Theater gemacht wird. Zu dem Kinderrechtebeauftragten allerdings eher. Ja, da ist am Donnerstag eine Anhörung zu und die wird auch sehr wahrscheinlich sehr gut für uns ausgehen. Denn wir haben ja jetzt schon die Sachverständigen, selbst die Sachverständigen, die von den anderen Fraktionen benannt worden sind, unter anderem von den Grünen, der Kinderschutzbund, haben sich ganz klar dafür ausgesprochen. Also schreiben ganz klar rein, geht gar nicht ohne. Ich meine, was sollen sie auch machen? Weil das ist einfach, wir haben da einfach mal, nachdem sie alle Forderungen ja von uns abgelehnt haben, die wir schon gemacht hatten, wir haben ja schon mehrere Anträge zu Kinderrechten gemacht, haben wir einfach mal den formellsten Antrag genommen, den man so machen kann. Von der FDP ist uns dann auch ein bisschen Fantasielosigkeit vorgeworfen worden, aber das war wirklich, glaube ich, jetzt die Wunde auch, die getroffen hat, weil das ist die Forderung, die der Ausschuss der UNO an Nordrhein-Westfalen und an die Bundesrepublik stellt, dass nämlich ein Kinderrechtebeauftragten einmal auf Bundesebene und einmal auf Landesebene gibt. Und der ist nicht da. Es gibt immer tausend Begründungen hier dafür, so nach dem Motto, nee, die Kinder sollen selber, die Jugendlichen, also brauchen wir nicht. Aber es ist nun mal, wenn man den Staatsvertrag so sieht und wir haben den unterschrieben und der ist für Deutschland verbindlich, sind wir eigentlich verpflichtet dazu, diese Stelle einzurichten als Land. Und von daher habe ich da ein sehr, sehr gutes Gefühl zu, auch wie die Anhörung ausgeht.
Der Rest kommt dann in die, also dann kommt dazu die Presseerklärung, das ist ja jetzt schon mit der Pressestelle soweit abgesprochen gestern, dass auf jeden Fall dazu eine geben wird. Und ich würde mich natürlich sehr freuen, wenn das auch irgendwie in anderen Medien, in Social Media von uns stark bespielt werden würde. Okay, dann habe ich den Daniel. Ja, eigentlich nur ergänzend dazu. Ich möchte natürlich gerne das aufgreifen, was Nixus gerade gesagt hat. Der Antrag stammt ja federführend von Olaf. Wir werden uns nachher noch gleich dazu zusammensetzen, aber im Endeffekt wird es sicherlich so sein, dass Olaf das auch federführend am Donnerstag in der Ausschussanhörung halt eben begleiten wird. Das bedeutet für mich die angenehme Situation, dass ich genau das machen kann, was Nixus gerade auch angesprochen hat, nämlich das Ganze ein bisschen auf Social Media halt eben zu begleiten und ein paar Tweets irgendwie dazu rauszuhauen. Aber das hilft halt alles nur, wenn ihr da mitmacht. Mhm. Wenn ich da alleine irgendwie ein paar Tweets zu raushaue, dann ist das zwar irgendwie ganz nett und schön, aber das ist nicht das, was uns nach vorne bringt. Wir müssen das retweeten. Es gibt von Sonntag auch einen Tweet von unserer Partei, also einen Piratenpartei-Tweet mit einem Link zu einem Artikel vom Kölner Stadtanzeiger. Ich glaube, den haben zwei von uns retweetet. Das ist zu wenig. Schon, glaube ich. Ne? Bitte? Die Fraktion schon. Ja, das ist einfach zu wenig. Ist auch egal, wer. Man kriegt ja auch nicht alles mit. Ich will einfach nur jedes Mal nochmal anschubsen, dass wir uns da einfach einen Ruck geben. Und gönnt dann auch mal jemanden anders vielleicht das Rampenlicht dann an der Stelle. Ja, wenn wir Lukas Hanfpirat-Video teilen, dann sind wir nicht gerade, oder dann bin ich nicht selber irgendwie derjenige, der da gerade im Mittelpunkt steht, spielt aber auch gar keine Rolle. Ich will, dass unsere Arbeit als Fraktion nach vorne kommt. Und deswegen sollten wir unsere Inhalte, unsere guten Inhalte auch wirklich regelmäßig teilen. Muss nicht immer jeder jeden Tweet irgendwie retweeten, aber ich glaube, so eine Handvoll am Tag gibt es ja auch. Ich bitte euch einfach da am Donnerstag ein bisschen aktiv zu gucken, was zumindest dann irgendwie über den 20-Piraten-Account getwittert oder retweetet wird. Das werden vermutlich auch retweetfähige Tweets für euch sein, so als Vorauswahl sozusagen. Thema ist heiß, die Stellungnahmen sind gut, Olaf hat dazu gerade alles gesagt. Die anderen werden trotzdem nicht mit uns spielen. Die werden irgendwas sagen von wegen, das ist keine richtige Partizipation und so weiter und so fort. Die werden also Dinge miteinander begründen oder gegenüberstellen, die im Wesentlichen gar nichts miteinander zu tun hat oder zu tun haben. Wir sind die Partei, die auch echte Jugendpartizipation wollen. Wir haben Anträge dazu eingereicht. Wir sind diejenigen, die hier in dem Dialogprozess, was Jugendparlament angeht und so weiter, die ganz vorne mitlaufen. Die anderen laufen uns da hinterher. Ja, also uns das dann irgendwie vorzuwerfen, der Kinderbeauftragte oder Landeskinderbeauftragter ist ein Baustein des Ganzen. Also insofern wirklich spannendes Thema, guter Artikel bis jetzt, ich bin auf Donnerstag gespannt. Okay, von meiner Seite aus kurz eine Anmerkung zum Vergleich, als Olaf gerade sagte halt, ja, es sind ja nur 200 Millionen. Es gibt ja Menschen, die halt sagen, was, so viel, 200 Millionen? Der Verteidigungshaushalt im Größenvergleich der Bundesrepublik Deutschland liegt so bei 46 Milliarden Euro. Von daher, nur damit man das einmal kurz ins Verhältnis gesetzt hat. Dann haben wir noch eine Wortmeldung von Dietmar und ich glaube, dann können wir weitermachen. Ja, die bezieht sich auch auf diesen Punkt, Grumpy, den du gerade genannt hast. Also der Gesamthaushalt der Bundesrepublik Deutschland für 2016 beträgt 317 Milliarden Euro rund. Das heißt also, das Erbschaftssteueraufkommen beträgt schätzungsweise pro Jahr zwischen 4 und 6 Milliarden Euro. Also die Zahl von 200 Millionen will ich jetzt mal so einfach nur offen im Raum stehen lassen. Ob das so hinkommt, das sind alles Schätzungen. Es werden pro Jahr circa 200 geschätzt wiederum 250 Milliarden Euro Vermögen in Deutschland vererbt. Angesichts des Steueraufkommens von 4 bis 6 Milliarden kann man sich ausrechnen, das sind ungefähr 1,5% des Bundeshaushalts. Das ist also ohnehin eine außerordentlich verschwindende Steuer, an der wir uns, abgesehen davon, dass wir uns in der Partei noch nicht besonders dazu positioniert haben, nicht großartig abarbeiten müssen. Allerdings will ich darauf auslassen, darauf hingewiesen zu haben, dass wir uns im Landtag hier auch mindestens zweimal schon mit dieser Fragestellung, nämlich der Erbschaftssteuer, aus Unternehmersicht befasst haben.
das, was jetzt da im Kabinett beschlossen worden ist, ist so ein bisschen eine kleine Umarmung seitens der CDU Richtung CSU. Und ich erkenne durchaus auch Tendenzen, die FDP wiederum da auch prospektiv auf die Bundestagswahl 2017, wo die FDP ja in den Umfragen relativ gut aussieht, ein bisschen mit ins Boot zu nehmen. Dankeschön. Dann haben wir noch einmal abschließend den Nixus. Ja, also es ist sicherlich bei dir oder eurem Team in guten Händen, das Thema. Nichtsdestotrotz nochmal Hinweis, der Hintergrund der verabschiedeten Reform ist ja ein Verfassungsgerichtsurteil. Wir sind ja immer sehr dabei mit dem Satz, bei Grundgesetz sind wir konservativ. Es sollte also zumindest mal aus unserer Sicht geprüft werden, ob und inwieweit aus unserer Sicht eben diese jetzt vereinbarte, von der du sagst, sie wird sich doch möglicherweise ändern durch Einfluss der Länderparlamente, Reform, den Vorgaben des Verfassungsgerichts entspricht. Das ist ja auch ein gerne geübtes Spiel in solchen Dingen, wo die Politik nicht so ganz will oder mitspielen will in ihrer breiten Mehrheit, warum auch immer, das dann in irgendeiner Weise eine Reform zu machen, die dann in 2-3 Jahren wieder vom Verfassungsgericht gekippt wird und wo dann wieder irgendein Reformchen ansteht. So, das ist ja durchaus ein Spiel, was man meiden sollte. Also zumindest mal ein Auge darauf zu werfen, passt das zu dem, was das Verfassungsgericht aus unserer Sicht in seinem Urteil im Kern gefordert hat. Und das würde ich mir durchaus wünschen, wenn man sich das mal anschaut. Aber die Expertise ist ja bei uns vorhanden. Vielen Dank, Nixos. So, dann würde ich sagen, haben wir Top 4 mit dem Bericht des Vorstandsreferats weitestgehend abgearbeitet und könnten somit zu Top 5 gehen, der Vorbereitung der Plenarsitzung. Einige Anträge wurden ja gerade schon erwähnt, die da kommen. Das ist zum einen der, ja, vielleicht, ich weiß nicht, Firmenproduktnamen. Es geht um den Safe City Antrag zum einen, der halt kommen wird. Da geht es um die Videoüberwachung mittels eines PPP-Projektes in einer Stadt in NRW, die da ganz weit nach vorne gehen möchte. Dann haben wir, man möge mich da jetzt gerne noch mal kurz ergänzen. Wir sind natürlich beim Integrationsplan NRW, wird kommen. Dafür werden wir dem Ältestenrat, also die Geschäftsführer, haben gestern überlegt, wie wir das halt am geschicktesten hinbekommen können. Also dass wir sagen, dass zur Not, wenn man keinen Konsens, also wenn ein reiner Dissens besteht, was nicht Sinn und Zweck dieser Sache ist, dass dann halt auch sozusagen andere Varianten eines Integrationsplans mit auf die Tagesordnung genommen werden können. Das heißt, dass wir da die Frist sozusagen ausweiten bis zum Plenum. Dann haben wir, hatte ich letzte Woche schon rumgeschickt, zur Kenntnis einen Antrag, wo wir mit draufstehen werden, im Bereich des sogenannten Versorgungswerkes der Landtage Nordrhein-Westfalen und Brandenburg. Da gibt es eine entsprechende notwendige Änderung im Abgeordnetengesetz, was damit zusammenhängt, dass halt zwei Bundesländer da mehr oder weniger im gleichen Topf sitzen. Wenn Toso dazu zwei Zeilen sagen möchte. Es geht darum, dass da eine Lücke geschlossen wird, die durch den bedauerlichen Todesfall eines Kollegen in Brandenburg erst aufgefallen ist. Und da ging es darum, wenn wir hier ins Versorgungswerk einzahlen, dann gibt es da gewisse Rückzahlungsmodalitäten, wenn man noch nicht so lange eingezahlt hat und so weiter. Das ist bei dem Zusammenschluss der Versorgungswerke mit Brandenburg an der Stelle übersehen worden. Und da gab es eine Regelungslücke und die wird jetzt geschlossen. Das ist dringend notwendig. Das ist eine ganz menschliche Geschichte, die da läuft. Ich bitte euch alle zuzustimmen. Da wir selber mit Antragsteller sind in diesem Fall. Okay. Gibt es weitere Anträge kurz nochmal in der Pipeline von eurer Warte aus für das kommende Plenum? Von daher, Toso bitte. Ja, wir arbeiten gerade daran, unseren digitale Arbeitsweltweg weiter zu beschreiten. Wir hatten ja den Click and Crowdworking Antrag zuletzt. Wollte man zuletzt, weil ich den sehr offen gehalten habe, auch wollten sie noch mehrere Fraktionen partizipieren. Das scheint zu stocken. Dementsprechend
wird das demnächst in die Abstimmung kommen. Und deshalb können wir da jetzt den nächsten Antrag nachschieben. Kann natürlich sein, wenn sich da jetzt bei dem ersten Antrag doch noch Bewegung mit allen Fraktionen ergibt, dass wir es dann nach die Sommerpause schieben, in das nächste Plenum nach der Sommerpause erschieben. Aber der nächste Antrag ist da vorbereitet. Geht an der Stelle darum, etwas, was auch Schule und Weiterbildung betreffen wird, kann ich schon mal ein bisschen verraten, um Lernen im Arbeitsalltag und ich will jetzt den Firmennamen nicht nennen. Lernen in diesem Internet gibt es ja gerade eine ganz neue, ganz große, tolle Universität und hat damit zu tun. Vielen Dank. Genau, Thema digitale Bildung aus Monis Ecke kommt ja auch. Ja, es kommt ja halt aus dem Bereich Bildung noch. Michelle und Moni und das Team arbeiten ja noch an einem digitalen Bildungsantrag, soweit ich das in Erinnerung habe. Dann, glaube ich, haben wir von Dietmar noch mal zur Ergänzung vom letzten Mal einen Sparkassenantrag. Dietmar? Nein. Der Robert hat ja keinen Antrag gestellt. Er hat nur gesagt, naja, dann lass die Sparkassen halt pleite gehen. Also das war aber das West-LB-Restrukturierungsgesetz. Das war das West-LB-Restrukturierungsgesetz. Das war ein anderes Thema. Geht aber jetzt in die ähnliche Richtung, möchte ich mal fast sagen. Also zumindest wird das Gejaule dann ziemlich groß sein, wenn wir diesen Antrag. Ich hatte ihn ja schon zum letzten Plenum vorgestellt. Er ist ja auch hier in der Fraktion positiv abgestimmt worden. In der Zwischenzeit, das als Hinweis, haben ich und ja, David auch nochmal mit Gerhard diskutiert und Gerhard hat auch nochmal gearbeitet. Wir sind mittlerweile zu einem Ergebnis gekommen, dass unter Hintanstellung sämtlicher juristischen Bedenken wir durchaus auch ebenfalls juristische Ansätze haben, das durchzubringen oder zumindest doch auf die Tagesordnung setzen zu lassen, so wie der Antrag gestellt ist, also mit wesentlich kleineren Abweichungen als befürchtet. Und das soll nunmehr im Juli-Plenum erfolgen. Es geht hier einzig und alleine um eine politische Willensbildung, zu der wir den Landtag letztendlich tragen wollen. SPD und Grüne, denke ich, dass wir die auf unserer Seite haben sollten, denn die haben wohl bemerkt, die NRW-SPD und Grünen haben diesen Antrag seinerzeit im Rahmen einer völlig anderen Gesetzesänderung, da ging es um Immobilienkredite, in den Bundesrat eingebracht und durchgesetzt. Also von daher sehr spannendes Thema. Ich sage jetzt nicht das Stichwort dazu, der Antrag ist ja allen bekannt. Ich würde mich freuen, wenn wir jetzt schon mal vorab einfach nur mal so prospektiv Antragsfreitag respektive den Dienstag, der dann am Antragsdienstag sein wird, die Hand heben könnten dafür, dass der Antrag dann so im Juli eingereicht werden kann, aus folgendem Grunde. Wir haben ja schon einiges, was Pressearbeit angeht, vorgeleistet. Da stehen einige in der Warteschleife und wir würden das natürlich liebend gerne bestmöglich platzieren, so früh wie möglich. Wir wissen nämlich nicht, was da bereits in andere Bereiche durchgesickert ist und würden es vermeiden wollen, dass sich unter Umständen Parteien, die hier noch gar nicht im Landtag sind oder nicht mehr, dieses Themas habhaft machen. Danke. Vielen Dank, Dietmar. Wenn es ansonsten keine weiteren Anmerkungen, Vorschläge bzw. fertige Anträge zum jetzigen Zeitpunkt gibt, nächste Woche werden wir entsprechend das Ganze dann festzurren. Beziehungsweise es ist Antragsfreitag diese Woche, oder? Nächste Woche? Ich komme gerade. Ach, diese Woche. Genau. Genau, wegen... Okay, ich wäre schon Antragsfreitag. Durch den Jugendlandtag verschiebt sich das Ganze aber in die nächste Woche. So. Montag ist Antragsfreitag. Genau, Montag ist Antragsfreitag, so wie meistens samstags Fahrscheinfreitag ist. Aber nichtsdestotrotz, ich würde vorschlagen, wir springen in der Tagesordnung kurz zurück zu Top 0, nämlich der Feststellung der Beschlussfähigkeit und der Abstimmung über nicht öffentliche Teile. Wenn ich mich nicht irre, haben wir im Bereich der Nichtöffentlichkeit, glaube ich, zwei Personalien. Hartmut? Ja, so ist es. Wir haben zwei Personalien. Ich würde vorschlagen, wir verwenden darauf ungefähr 15 Minuten in Gänze.
Dann habe ich informationstechnisch noch mal 10 plus vielleicht noch mal 5 Minuten im Bereich Dinge interne Unterrichtung, sage ich mal, strategisches. Und 15 Minuten haben wir von Joachim, also alles zusammen 45 Minuten. Gibt es weitere Wünsche im Rahmen der Fraktionsöffentlichkeit oder der absolute Nichtöffentlichkeit momentan? Dann würde ich euch bitten, machen wir es andersrum, wer sich gegen diese 45 Minuten der Nichtöffentlichkeit und der Fraktionsöffentlichkeit ausspricht, möge dies nun anzeigen. Ich sehe, das ist nicht der Fall, von daher gibt es Enthaltungen, auch nicht, von daher ist dies einstimmig angenommen. Vielen Dank. Achso, wir haben ja immer gesagt, genau das machen wir, stimmt, namentlich. Alle Anwesenden. So. Wir warten nur gerade kurz, bis die Namen einmal schnell protokolliert wurden. Okay. Dann kämen wir jetzt zu Top 6 und sind dann auch schon da. Stimmt. Vielen Dank für den Hinweis. Ich muss mich korrigieren. Wir gehen dann nochmal zurück zu Top 1. Genehmigung des Protokolls der 157. Sitzung vom 14.06. Entsprechende Protokollabschriften sind euch auch zugegangen. Gibt es Anmerkungen dazu? Spricht sich jemand gegen die Inhalte der Protokolle aus? Das ist nicht der Fall. Vielen Dank. Von daher werde ich das mal als angenommen. Schönen Gruß nochmal nach Dienstlaken. Manchmal sind Formalia ein bisschen langweilig. Kommen wir dann jetzt zu den wieder spannenden Dingen. Ja, das. Wir hatten technische Probleme. Top 6, ne? Genau. Ihr hattet, oder andersrum, wir hatten es letzte Woche schon angekündigt. Wir haben es per E-Mail rumgeschickt und es gab immer wieder Hinweise. Top 6, Beschlussvorschlag der Startversion, wohlgemerkt der Startversion, des digitalen Kompasses, Vorlage B30 2016 neu und zusätzlich halt der Entwurf des gesamten bisher bestehenden digitalen Kompass. Die Frage hierbei ist halt, die Fraktion beschließt die Startversion des digitalen Kompasses im Wege einer modularen Abstimmung und zwar aus folgenden Gründen. Wir haben einmal die Fassung, die wir ja ausgearbeitet haben im Vorfeld zusammen oder basierend auf den schleswig-holsteinischen Inhalten, dann die Schleife durch das Treffen der Fraktionen und anschließend nochmal die Schleife nach der Sammlung aller Korrekturen. Das ist genau diese Version, von der wir jetzt hier reden. Die ist dann aber immer noch nicht die finale, sondern uns geht es darum, mit einer möglichst, sage ich mal, guten Startversion dann in den öffentlichen Diskurs zu treten. Hierbei möchte ich zusätzlich daran erinnern, dass im Rahmen der Marina, der anstehenden Marina in Kassel, der Bundespartei, das Vorständetreffen, auch von Seiten des Bundesvorstands ein entsprechender digitaler Kompass auf Bundesebene angedacht ist. Das heißt, all die Inhalte, die Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen als Fraktionen entwickeln, haben ja einen direkten politischen Landesbezug. Und in dem Fall hat tatsächlich die Partei überlegt, diese grundsätzliche Idee für die Bundesthemen, was wir ja hier auf Landesebene halt so nicht machen können, halt einfach zur Debatte zu stellen, ob wir das halt dann auch, ob die Partei dies auf Bundesebene übernehmen könnte für die Dinge, die wir, wo sage ich mal hier eine Fraktion im Landtag ja, nicht so wirklich was zu, ich verwende nochmal die Formulierung, zu Kamellen hat. Vielleicht kann Tina oder Hartmut nochmal kurz den angedachten Fahrplan
für, während und nach der Sommerpause noch mal schnell umreißen. Ich habe den jetzt gerade nämlich auch nicht parat. Tina, vielleicht dann mit Mikro? Ja, ich muss erstmal mal in meinen Spicker gucken. Ich bin mir jetzt nicht sicher, wann das gelauncht werden soll. 6 Wochen geht ja die ganze Diskussionsplattform. Ich glaube, am 15.09. soll die geschlossen werden, also 6 Wochen vorher dann eben gelauncht. Am 3.09. ist dieses Real-Life-Treffen, dieser Workshop, genau, und am 15. machen wir die zu. Und 4 Wochen später, also Lara wertet das dann alles aus und ja, dann muss das ja noch hier beschlossen werden, wenn ich das richtig verstehe. Also am 25.10. ist dann die Verkündung. Mehr, also es gibt noch zig Zwischenschritte, genau. Aber habe ich jetzt hier auch nicht parat. Hartmut, du? Also wir starten Anfang Juli, starten wir mit dem Ding und verteilen es und kommunizieren. Wir haben ja jetzt am 27. praktisch eine interne Schulung, ein Briefing. Und danach ist das Ding eigentlich freigeschaltet, fertig. Und dann muss es kommuniziert werden. Und insbesondere ist es Gegenstand unserer Sommertour, was das Car-Office betrifft. Und wir werden das natürlich ein bisschen promoten, damit möglichst eine große Beteiligung da ist. Und wie Tina schon sagte, im September sammeln wir dann alles ein. Und dann gibt es also auch noch ein analoges Treffen neben der vielen Partizipationsmöglichkeiten online. Und da wird nochmal jeder die Möglichkeit haben, auch live zu sagen, was er vielleicht noch verändern möchte oder wie es ihm gefallen hat. Und dann werden wir den Sack praktisch im Oktober zumachen. Ne? Im September, Entschuldigung. Im September zumachen. Also aller spätestens dann im Oktober sozusagen den Sack zumachen. Schleswig-Holstein hat jetzt gestern kurz erwähnt, also sie wollen noch vor der Sommerpause, Schleswig-Holstein hat die Ferien ja ein bisschen anders als Nordrhein-Westfalen. Wenn ich das richtig verstanden habe, gestern in der Bundesrunde möchte Schleswig-Holstein dann nämlich, das passt prima, vor der Sommerpause ihren jetzt veröffentlichen und wir kämen dann zum Herbstbeginn. Also dann schließt sich das aneinander an. Von daher passt das ja ganz gut. Gibt es weitere Rückfragen im Allgemeinen, bevor wir jetzt sozusagen durch eine Menge an kleiner, modularer Abstimmungen durchasten? Okay, dann würde ich sagen, kommen wir zum vielleicht erstmal einfachsten Teil. Und zwar im Rahmen der nicht, wie soll ich sagen, nicht korrigierten Teile, dass wir die Grundversion als Startversion beschließen zu übernehmen, damit wir dann halt in eine öffentliche Konsultation treten können, ist also Punkt 1. Die Fraktion beschließt, die nicht markierten, unveränderten Teile des Entwurfes in die Startversion zu übernehmen. Spricht sich da jemand gegen aus? Dann möchte ich mich ganz herzlich bedanken, dass wir mit der Startversion der unveränderten Dinge dann öffentlich durchstarten können, weil es dann somit angenommen wurde. Gibt es Enthaltung? Das ist nicht der Fall. Dankeschön. Dann gibt es den Punkt der digitalen Flüchtlingshilfe. Da gab es mehrere kleine Änderungen. Ah, sehr gut. Das Dokument wird gerade aufgerufen. Das ist Punkt 4 gewesen. Da gibt es nämlich einmal den Hinweis, eine kleine Änderung war der Bereich Testergebnisstiftung Warentest. Mit mehreren neuen Ansätzen, insgesamt 1, 2, 3 Stück, die wir gerne dann diskutieren lassen möchten. Gibt es Rückfragen zu diesen 3 vorgeschlagenen Textbausteinen? Okay, dann würde ich sagen, kommen wir zur zweiten modularen Abstimmung. Die Fraktion beschließt, die Änderung zu Punkt 4 in die Startversion zu übernehmen. Hierbei noch einmal, es handelt sich ja dann nicht um die finale Version, sondern um die Version, die diskutiert werden soll. Wer dafür ist, möge dies per Handzeichen signalisieren. Und ich sage, oh, ich muss unterbrechen. Ich bitte um Verzeihung, wir sind nicht beschlussfähig. Ich stelle es nur gerade fest. Es tut mir leid.
Ja, allerdings befinden wir uns hier halt nicht im Rahmen einer gewerkschaftlichen Sitzung, sondern im Rahmen einer parlamentarischen Fraktion. Hiermit stelle ich den Antrag. So. Nee, wir müssen es feststellen dazu. Wir können trotzdem abstimmen. Nur noch den Beinkopf mit dem Antrag. Bis dahin ist die Abstimmung schwebend unwirksam. Vielleicht dann können wir weitermachen. Vielleicht machen wir so lange eine Pause. Vielleicht gewöhnen wir uns irgendwie mal an, das zu kommunizieren. Okay, ich möchte dann Folgendes vorschlagen. Wir machen sozusagen jetzt bis 11.16 Uhr Pause. Bitte vielmals um Verzeihung. Was? Okay, wir machen doch keine Pause. Nur kurz dann die Rückfrage. Dietmar, um wie viel Uhr musst du allerspätestens weg? Ich hatte ja gerade erstmal offiziell einmal jetzt abgefragt, also. Spricht sich jemand dagegen aus, dass wir die einzelnen Vorschläge im Block abstimmen? Das ist nicht der Fall. Dann rufe ich sozusagen einmal auf, meine Güte. Punkt 2, Punkt 3, Punkt 4, Punkt 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Weil in Punkt 16 separat, das heißt, die Fraktion beschließt die vorgelegte Startversion des digitalen Kompasses entsprechend der Beschlussfassungen 1 bis 15. Und es soll Leute geben, die manchmal nicht mal bis 3 zählen können. Also, wenn sich jemand gegen die Startversion des digitalen Kompasses in der hier vorliegenden Fassung ausspricht, möge er dies nun anzeigen. Gibt es Enthaltungen? Damit wurde die Startversion des digitalen Kompasses beschlossen und wir können somit in die öffentliche Konsultation treten. Vielen Dank. Kommen wir ganz kurz zur angedachten Top 7, Beschlussvorschlag, Veranstaltung, Pflegekonferenz. Gibt es kurz die Erklärung, Hartmut, zu Vorlage B31 der Pflegekonferenz? Es ist nur so, es ist eine Fraktionsveranstaltung und deswegen sollte die Fraktion zustimmen. Vom Geld her ist das eine Geschichte, die die Geschäftsführung selber machen könnte. Die Kosten werden unter 2.000 liegen, aber inhaltlich sollte sie hier Zustimmung finden. Okay, dann kommen wir eben zur Abstimmung über Top 7, die Veranstaltung entsprechend der Vorlage B31. Sind wir dafür, dem möge dies kurz per Handzeichen anzeigen? Das ist einstimmig, vielen Dank. Dann, da der MDL Schulz nun zeitlich ein wenig in die Bredouille gekommen ist, möchte ich fragen, ob das okay ist, wenn wir ausnahmsweise in einen kurzen, personal nicht öffentlichen Teil wechseln. Wir machen das sehr, sehr selten und sehr, sehr ungerne, das wissen wir alle. Damit wir diese Personalie eben beschlossen bekommen. Dies dient, glaube ich, auch vor allen Dingen in dem Zusammenhang dem Rechtsausschuss. Ich denke mal. Nein, wir haben. Es geht um eine Personalentscheidung und von daher würde ich dann vorschlagen, dass wir technisch den Stream kurz unterbrechen. Ich bitte vielmals um Verzeihung und wir dann um 11.11 Uhr in den nicht öffentlichen Teil wechseln, also ist das jetzt komplett, um dann nach ungefähr 5 Minuten wieder in den öffentlichen Teil zurückzugehen. Nur für diese eine Personalie. Genau, nochmal kurz Luft holen. Kurze Anmerkung,
weil wir gerade in der Pause erwähnt hatten, Thema Verfassungskommission. Es ging gestern irgendwie ein Statement rum, Rot-Grün sei ja schuld am Scheitern der Verfassungskommission. Intern möchte ich ganz kurz nur anmerken, ich habe lange nicht mehr so gelacht über die Verdrehung von Tatsachen. Und ich glaube, der Toso muss, glaube ich, auch noch zwei Zeilen dazu sagen. Ja, ist eine absolute Lächerlichkeit. CDU und FDP zeigen ganz, ganz deutlich, dass sie in keinster Form mit Verantwortung umgehen können und im Endeffekt null regierungsfähig sind. Wer hier auf die Idee kommt, dem Landtag eine einfach gesetzliche Regelung zu verweigern bis zum Ende der Wahlperiode, der hat unser parlamentarisches, demokratisches System nicht verstanden. Genau. Der hat nicht verstanden, wie das hier funktioniert mit dieser Demokratie in diesem Landtag. Es ging darum, dass CDU und FDP, gerade FDP, sich dann doch herablassen wollten, das Wahlalter aus der Verfassung zu nehmen, um ein Wahlalter ab 16 möglich zu machen. Was ich ganz spannend finde, dass die FDP sich dazu erst herablassen muss und über anderthalb Jahre darüber diskutieren müssen, wo sie das in ihrem Grundsatzprogramm stehen haben, wo diverse Landesverbände das regelmäßig neu fordern. Also das, was die FDP hier im Landtag dazu abzieht, ist einfach lächerlich, beschämend. Und wenn ich mal irgendwann ein Bildbeispiel für Bigotterie brauche, habe ich. Ganz schlimme Geschichte. Jetzt wollte man sich zusammen mit der CDU, mit Herrn Laschet, dazu herablassen, das Wahlalter tatsächlich aus der Verfassung rauszunehmen, wollte dann aber dem jetzigen Landtag vorschreiben, nee, ihr entscheidet über ein eventuelles neues Wahlalter ab 16 erst in der nächsten Landtagsperiode. Erst ab Neuwahl. Da sage ich mal, wir sind hier vom ersten bis zum letzten Tag gewählt und in der Verantwortung. Wir hören jetzt nicht auf, nur weil in einem Jahr Neuwahl ist. Was ist das für eine lächerliche Arbeitseinstellung? Wenn ich jedes Mal zur Arbeit gehen würde und sagen würde, in einem halben Jahr habe ich Urlaub, komm, lass mal zurücklehnen. Das funktioniert nicht, liebe Freunde. Ne? Also gescheitert ist das Ganze an CDU und FDP, an niemandem sonst. Okay, dann haben wir eine kurze Zwischenfrage von Daniel. Könnte diese Haltung eventuell damit zu tun haben, dass Schwarz-Gelb erhofft, eine eigene Mehrheit stellen zu können im nächsten Jahr und dass möglicherweise dann die CDU das vielleicht mit der einfachen gesetzlichen Regelung Wahlalter 16 zum Beispiel gar nicht mehr so gut findet? Richtig. Genau so soll es laufen. Möglichst möchten CDU oder FDP an der Regierung beteiligt sein, was ja nicht verwerflich ist. Aber sie möchten dann hauptsächlich daran beteiligt sein, um das Ganze hier nicht mehrheitsfähig zu halten, sodass es dazu keine Regelung gibt. Liebe Damen und Herren, wer glaubt, dass Kinder nicht nur ab 16 ihren kompletten zukünftigen Lebensweg wählen dürften, sondern auch eventuell mal zu einer Landtagswahl gehen können und da wählen dürfen? Wählt bitte Piraten, weil CDU und FDP treten euch maximal in den Arsch. Danke. Okay, außerhalb des Protokolls, deswegen in der Angelegenheit sind wir, würde ich sagen, etwas außerhalb der Tagesordnung, war ja auch von mir jetzt ein bisschen so reingeschoben, damit wir dies im Vorfeld auch nochmal kurz erwähnt haben. Dann würde ich jetzt nämlich ganz gerne zu Top 8, dem Bereich Open Antrag, kommen. Da haben wir nämlich tatsächlich drei sehr interessante Sachen in der Bearbeitungsschleife gehabt. Open Antrag ist ja, nur nochmal für den Stream, die Plattform, wo jeder von außen halt auch Themen und Vorschläge hier in die Fraktion geben kann. Und wir sind halt dabei, diese Sachen sukzessive abzuarbeiten. Hierbei handelt es sich um einen Antrag für den Bereich der Forschung und der Lehre, die ja bekanntermaßen frei ist, und zwar geht es da um die Postquantenkryptographie, im Englischen Post-Quantum Cryptography. Und zwar geht es darum, entsprechend mehr Fördergelder für diesen Bereich zur Verfügung zu stellen. Da gibt es ein kurzes Statement von Joachim. Möchtest du kurz zwei, drei Worte zu dem Antrag Überwachungsskandal, mehr Geld auf Grundlagenforschung zur Post-Quantum-Kryptographie schmeißen? Verlieren? Naja, es ist halt grundsätzlich so, dass die Technologieaffinen nicht schlafen, auch bei der Ermittlung von neuen Verfahren, um die bekannten, noch sicheren kryptografischen Verfahren wie PGP und so weiter letztlich doch noch zu knacken. Eine große Rolle dabei wird der Quantencomputer spielen. Und in dem Zusammenhang
würde es natürlich Sinn machen, über neue Verschlüsselungsmethoden nachzudenken, die sich auch der Entschlüsselung durch einen Quantencomputer widersetzen. Und es würde Sinn machen, unter dem Rubrum Schutz der Privatsphäre für die Bürgerinnen und Bürger gesicherte elektronische Kommunikation dort Forschungsgelder zu investieren. Wie verfahren wir denn mit dem Antrag? Wie behandeln wir den weiter? Die Anmerkung mit der Hyperraumverschlüsselung ist vielleicht im persönlichen Dialog zwischen dir und Schreibreform gefallen. Naja, genau. Also Post-Quantum-Kryptographie, ich finde es etwas zu eingeengt. Man sollte einen solchen Antrag vielleicht allgemeiner fassen, weil man nicht weiß, was da noch kommt, um sich generell mit Forschung auf dem Gebiet der Weiterentwicklung der Kryptographie zu beschäftigen. Ich finde das ein bisschen zu eingeschränkt und vielleicht auch zu schlagwortaffin. Dieser Quantencomputer und was der alles können soll, da ist man sich noch nicht so ganz im Klaren drüber. Ich würde den Antrag stellen wollen, aber allgemeiner gefasst. Generell Forschung auf dem Gebiet zur Kryptographie, um zukünftig Privatsphäre sichern zu können. Okay, demzufolge nach können wir überlegen, einen allgemeinen, also nicht nur Postquanten, sondern sowieso Quanten und der gesamte Kryptographie-Sektor an und für sich, dass wir halt überlegen, dahingehend entsprechend einen Auftrag an das Land zu übermitteln. Es wäre sowieso ein Alleinstellungsmerkmal oder eine sogenannte Unique Selling Position, wie man im Marketing sagt, wenn sich Deutschland oder speziell NRW auf dem Gebiet stark macht, denn in anderen Ländern ist das Interesse an Kryptographie nicht so groß wie hier. Und man würde sich auch, als wenn entsprechende Firmen über das Know-how dann verfügen, solche kryptografischen Verfahren zu installieren, man würde die Internetwirtschaft hiermit stärken. Man würde Potenzial schaffen für Kunden weltweit, die eben sichere Verschlüsselungstechniken in ihre Systeme implementieren wollen. Also ich finde, das könnte man auch unter Wirtschaftsförderung verstehen. Sollte man als Aspekt vielleicht noch mit reinbringen. Okay, das heißt, wir haben im Wissenschaftsbereich tatsächlich einen Antrag, den wir dann in abgewandelter Form überarbeiten und dann halt auch noch stellen werden. Das freut mich. Jetzt haben wir noch eine Wortmeldung von Lukas. Ja, ich finde schon, dass wir, wenn wir etwas dazu machen, dass es den Schwerpunkt Postquantum-Kryptographie haben sollte, weil ich denke, das ist ein relativ neuer Teilaspekt eben der Kryptographie. Einige, ich sage jetzt mal, Krypto-Koryphäen wie Daniel Bernstein zum Beispiel, haben schon, kryptografische Verfahren, Verschlüsselungsverfahren zumindest halt auch auf theoretischer Ebene hervorgebracht, bei denen sie ausgehen davon, dass diese Verschlüsselungsverfahren auch nach Quantum oder auch nach der Einführung von Quantumcomputern und dieser Technologie dann diesem standhalten werden. Das ist aber ein relativ neuer Bereich. Entsprechend ist, glaube ich, jede Debatte darum, über wie reagieren wir auf diese absehbare Entwicklung in der Kryptographie, welche Gegenreaktionen, welche Forschungsbereiche wollen wir da eröffnen bzw. jetzt aktiv fördern, um darauf gewappnet zu sein, halte ich eigentlich schon für richtig, weil, also man muss sich das einfach vorstellen, wenn diese Quantumcomputer mal irgendwann so weit erforscht sind und in Betrieb gehen, dann werden alle symmetrischen Verschlüsselungsverfahren, die wir jetzt haben, zum Beispiel AES, ja, was eigentlich jede HTTPS-Verbindung ist damit verschlüsselt, jede E-Mail, die wir versenden, ist damit verschlüsselt. Die werden damit halt, die werden obsolet, die werden dadurch knackbar, man bekommt diese Inhalte dann zu lesen. Das ist übrigens auch gleichzeitig der Grund, wieso es in den USA das Utah Data Center gibt, von der NSA betrieben, die momentan
vermutlich nichts anderes machen, außer diesen ganzen symmetrisch verschlüsselten Datenverkehr einfach in einem umfassenden Ausmaß zwischenzuspeichern, bis man irgendwann mal so weit sein wird, um es zu verschlüsseln. Das heißt, man speichert jetzt verschlüsselte Datenkommunikation auf Vorrat, weil man davon ausgeht, man wird in absehbarer Zeit dazu in der Lage sein, das zu entschlüsseln. Und ich glaube, allein schon diese Tatsache, das müssen wir insbesondere als Piraten jetzt schon zur Diskussion bringen. Und eine Verallgemeinerung, wir wollen mehr Kryptographie, Grundlagenforschung und so weiter, das würde das ein bisschen verwaschen. Wir könnten da die Chance nutzen und explizit auf diese Gefahr hinweisen. Kurz, jetzt Nixus, Joachim und Stefan. Ja, das ist natürlich ein Thema für uns und wird dann naheliegenderweise, würde ich vorschlagen, auch im nächsten Kernarbeitskreis Digitales behandelt werden sollen und können. Und selbstverständlich sind natürlich auch die Abgeordneten, die da am Thema dran sind oder mit dem Thema befasst wären, sollte es zu einem Antrag oder einer ähnlichen Initiative kommen, herzlich willkommen. Das nur als kleine Ergänzung. Danke. Ich möchte noch mal einen Kontrapunkt zu dem sagen, was Lukas gesetzt hat. Also Quantencomputing ist schon weit mehr als ein Buzzword zurzeit, aber es ist auch ein Buzzword. Und ich würde einen solchen Antrag nicht einschränken, um darauf reinzufallen. Ich weiß nicht, wer die letzte Google-Konferenz verfolgt hat oder das, was dort inhaltlich preisgegeben worden ist, beziehungsweise nur auch benannt wurde, aber nicht preisgegeben worden ist. Google hat eine völlig neue Hardware-Architektur in Betrieb, die sogenannte TPU, die Tensor Processing Unit. Die basiert jetzt nicht auf Quantenverfahren, macht aber die Google-Suche extrem schnell. Also die Gefahren drohen jetzt nicht nur von dem, was man so unterm Quantencomputer sich erhofft, sondern auch von anderer Stelle. Von daher würde ich zumindest, wenn man einen Beschlussteil zu diesem Antrag fasst, man kann natürlich das Thema Quantencomputer explizit nennen, da hätte ich auch nichts dagegen, aber ich würde auch andere teilklassische Verfahren mitverwenden an der Stelle, beziehungsweise aufnehmen, weil auch diese Verfahren die Gefahr beinhalten, dass die jetzt effizient verschlüsselten Daten irgendwann geknackt werden können. Ich möchte mich wirklich nicht darauf beschränken. Ich möchte aber auf der anderen Seite natürlich auch dem Rechnung tragen, Lukas, was du gesagt hast. Ansonsten bin ich auf dem Gebiet kein Fachmann. Ich weiß halt immer nur, dass auf mehreren Wegen zum Knacken geforscht wird. Und das ist nicht nur der Quantencomputer. Schönen Gruß an die Fourier-Analyse. Vinny. Mikrofon bitte. Ich schlage vor, dass man mit Rücksicht auf das Image der Piraten den Antrag weiterhält und einfach nur mit einfügt, insbesondere Forschung für das wirtschaftlich relevante, wie heißt das Zeug? dein Forschungsbereich der Kryptographie, ich weiß jetzt nicht, Kryptographie. Das würde meines Erachtens besser sein, sonst heißt es wieder, die Piraten mit ihren spinnerten, abgehobenen Dingen, aber unter Kryptographie können sich viele schon etwas vorstellen. Und in der Begründung und Diskussion kann man ja dann weiter ausführen. Vielen Dank, Winnie. Von daher würde ich sagen, dass wir den Heisenbergsche Unschärfebereich somit verlassen und dann zum nächsten Antrag 8.2 kommen. Also wie gesagt, wir werden das Thema Postquantum-Kryptographie weiter verfolgen. Zweiter Punkt ist eine Anfrage zur Stellungnahme der Landesregierung zum Gutachten des Bundesfinanzministeriums bezüglich der öffentlich-rechtlichen Medien, der Aufgabe und der Finanzierung. Lukas, kannst du da 2-3 Takte zu verlieren? Wir haben es gerade mal aufgerufen. Ich habe dazu ja schon was geschrieben. Moment, ich muss mal gucken, was das für einer war, weil es gab so mehrere ähnliche. Es bezieht sich explizit auf mein Mikro ist an, auf das Gutachten der Medien des Bundesfinanzministeriums.
welches wir auch in unserem Protokoll öffentlich verlinkt haben. Ja, okay, ich bin wieder im Bilde. Allerdings geht der Link nicht mehr. Da in diesem Gutachten des Bundesfinanzministeriums beziehungsweise das Gutachten, das für das Bundesfinanzministerium erstellt wurde, gibt es halt eben einige im Fazit dann Empfehlungen quasi für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Aufgrund der Veränderung der medialen Landschaft, Medienkonvergenz etc. Und eben eine dieser Empfehlungen ist halt auch eben der Ausstieg des öffentlich-rechtlichen Rundfunks aus der Werbung. Für die aufgepasst haben, das haben wir ja genau so schon gefordert im letzten Gesetzgebungsverfahren. Das habe ich dann nochmal in dieses Statement mit einem, das erste, was ich gefunden habe, eben irgendwie extranews.de hatte da diese Pressemitteilung von uns, das habe ich dem halt einfach mal da reingemacht, wo er dann nochmal eben unsere Forderung zur werbefreien öffentlichen rechtlichen Rundfunk und die Begründung dazu dann nochmal nachlesen kann. Momentan sieht es so aus, dass das Gesetzgebungsverfahren bereits abgeschlossen ist. Wir haben uns leider nicht durchsetzen können. Ja, tut mir leid. Wir bleiben weiter dran. Es gibt auch beim nächsten Landesparteitag am Wochenende gibt es zu diesem Themenkomplex mit dieser Forderung auch nochmal explizit Anträge, die das Ganze dann halt auch in das Wahlprogramm zur nächsten Wahl reinschreiben sollen, werden hoffentlich. Insofern werden sich die Piraten, so wie es aussieht, auch weiterhin für einen gänzlich komplett werbefreien öffentlich-rechtlichen Rundfunk einsetzen. Vielen Dank, Lukas. Ich füge gerade noch mal die korrigierte Verknüpfung des entsprechenden Gutachtens ein. Merkwürdigerweise hat es da wohl eine Mini-Änderung in der Verlinkung gegeben. So. Und dann haben wir noch einen dritten Punkt, und zwar die Beseitigung der kostenfreien Werbeblocks der Kirchen im WDR-Rundfunk. Das Ticket ist jetzt nochmal umgeswitcht worden. Ich weiß nicht, Lukas, ob du schon die Zeit hattest, dich damit zu beschäftigen. Weil ansonsten können wir das auch nächste Woche nochmal aufrufen. Naja, was heißt Zeit? Also ich denke, darüber müssten wir halt diskutieren. Soweit mir bekannt ist, haben wir als Landespartei dazu keine Aussage im Programm. Was wir wollen, ist halt einen werbefreien öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Werbefrei im Sinne von kommerziellen Anbietern, und kann man darüber natürlich diskutieren, ob denn die Landeskirchen auch gewerbliche oder kommerzielle Anbieter sind und welche Rolle die Landeskirchen spielen und ob man, das ist eine politische Entscheidung, ob man den Landeskirchen da halt eben diese Werbezeit zugesteht, die sie jetzt haben. Das muss auf politischer Ebene geklärt werden. Dazu sind Parteien gut. Die müssen sich eine Meinung bilden, ob sie das wollen oder nicht. Und dann kann man das entsprechend auf politischer Ebene vertreten. Ich habe da persönlich eine Meinung dazu, wobei die jetzt halt auch total irrelevant ist, weil es halt auch eben in der Partei, in der Fraktion besprochen werden muss. Insofern sollte der Antragsteller das dann mal irgendwann lesen, kann ich einfach nur an ihn appellieren, sich in unserer Partei einzubringen, um vielleicht auch eben seine Forderungen in das Parteiprogramm einfließen zu lassen. Das wäre ein eleganter Weg. Und dann könnte ich mir vorstellen, dass die nächste Fraktion der Piraten nach 2017 dann entsprechend sich dafür einsetzen wird. Okay. Simone. Ich habe eine Frage dazu. Am Freitag kommt ja immer auf WDR 5 um kurz vor 5 der Shabbat Shalom, die Viertelstunde für unsere jüdischen Mitbewohner. Ist das auch kostenlos oder weiß das jemand zufällig? Also konkret, glaube ich. Ja. Das ist selbstverständlich. Der WDR würde wahrscheinlich eher ein Honorar zahlen. Es ist da an der Stelle ja umgekehrt. Also alles das, was da gilt, gilt auch für... Olaf, wenn, dann bitte mit Mikrofon. Jetzt hatte sich Winnie noch kurz gemeldet, also ich glaube, direkte Antwort, falls du sie parat hast. Ich möchte gerne abraten davon. Erstens, diese religiösen Sendungen
könnte man durchaus subsumieren, auch unter Sozialpolitik und unter Schmalbandphilosophie. Und mit der gleichen Argumentation könnte man sagen, ich bin dafür, dass kein Sport mehr übertragen wird, auf keinen Fall Fußball, denn das ist durchaus nicht so relevant und Sport ist Mord. Okay. Das wäre das Einfallstor. Vielen Dank für diesen Hinweis. Nichtsdestotrotz, also die Empfehlung wird halt lauten, dass wir als Fraktion diesen Antrag mehr oder weniger an den Landesverband verweisen könnten, sozusagen, wenn ich das jetzt richtig interpretiert habe, denn dort kann es halt dann sozusagen auch erstmal in einen entsprechenden Wahlprogramm-Inhaltsantrag, genau. Jemand, der sich das Ganze auf die Fahne schreibt, kann also, dies ja dann entsprechend an die Partei weitergeben. Wenn es sonst hier keiner anders sieht, werde ich dann entsprechend ein neutrales und aber freundliches Statement verfassen und das dann halt dem Björn liefert, der das dann weiter dort einstellt, damit halt auch diese Anfrage geschlossen werden kann. Genau. Dann war es das für diese Woche aus dem Bereich Open Antrag. Nächste Woche werden wir mit Sicherheit wieder 1 bis 3 Themen kurz abhandeln können. Kommen wir dann zu Top 9. Die dezentrale Fraktionssitzung am 28.06.2016, Vorlage B34. Hierbei geht es darum, dass wir zum ersten Mal, in diesem Fall Michel, nicht nur entsenden, sondern dass wir ihn mehr oder weniger verpflichten, dies aus der Ferne zu tun, wie wir das vorvergangene Woche im Rahmen einer Satzungsänderung ermöglicht haben. Demzufolge nach kann Michel mit dem K-Office dann an der Fraktionssitzung hier teilnehmen. Dazu hatten wir in unserer Satzung festgeschrieben, dass wir dies beschließen müssen. Jetzt eine Besonderheit, bitte nicht wundern. Wir hatten gerade ja einen nicht öffentlichen Teil um 12 Uhr vorgezogen gehabt. Da der Abgeordnete Schulz im Rahmen seiner Tätigkeit für uns nach Potsdam fahren muss, für das Versorgungswerk des Landtags NRW und Brandenburg, haben wir tatsächlich diesen Beschluss bereits im nicht öffentlichen Teil gefasst, da es zeitlich einfach nicht anders zu machen war. Dieser Beschluss erfolgte einstimmig. Gibt es hierzu noch Anmerkungen oder Einwendungen, da wir diese Abstimmung jetzt nicht wiederholen können? Ich sehe, das ist nicht der Fall. Und ich muss irgendwas ganz Peinliches gesagt haben. Nein, alles gut. Okay, ich lasse mich wieder irritieren. Okay, demzufolge nach entsenden wir Michel mit dem K-Office am 28.06. nach Gelsenkirchen und er wird dann an der Fraktionssitzung dezentral teilnehmen. Dann haben wir einmal, auch diesen Beschluss können wir jetzt nicht fassen. Wenn die Fraktion nichts dagegen hat, ich würde das mal umformulieren. Wir hatten ja vergangene Woche bereits Frau Semm zu Gast, genau aus dem Bundesvorstand, unsere stellvertretende politische Geschäftsführerin. Und an mich war die Bitte herangetragen worden seitens des Bundesvorstands, dass 2 weitere Mitglieder gerne zur letzten Fraktionssitzung vor der Sommerpause vorbeikommen möchten. Ich würde vorschlagen, diesen Beschluss, da wir jetzt nicht beschlussfähig sind, ich schicke den gleich nochmal als Umlauf rum, dass wir den schnellstmöglich halt fassen können. Denn aus der gestrigen Bundesvorstandssitzung kann ich halt nur mitteilen, man würde sich sehr freuen, wenn man halt hier vorbeikommen kann. Von daher. Bitte nochmal? Nicht öffentlich, genau, über einen nicht öffentlichen Umlaufbeschluss. Dann haben wir Top 11, Bericht der Verfassungskommission. Wir hatten gerade außerhalb der Tagesordnung schon mal 1, 2 Punkte erwähnt gehabt. Und dann würde ich sagen, da das Ganze morgen entsprechend vorgestellt werden wird, Toso, hau rein. Ja, morgen ist Deadline für den Bericht der Verfassungskommission. Da wird dann von... Oder wird
ein sehr konsensualer Text abgefasst. Wir werden ein Sondervotum haben. Diejenigen, die sich hier aus der Fraktion damit befasst haben, wissen das auch schon. Ich schicke es aber auch zusätzlich nochmal rum. Es sind jetzt keine Punkte, die für uns völlig überraschend sind. Das sind die Standardsachen, die wir eh gefordert haben. Individualverfassungsbeschwerde haben wir ja erst eingebracht in den ganzen Prozess. Wahlalter ab 16. Das hörte ja. sich jetzt so nach FDP-Idee an. Nee, die FDP fand das dann toll, nachdem wir sie überzeugt haben. Und hätte das so gerne als ihr Marketing-Erfolg verkauft, aber die haben das gar nicht eingebracht. Ja. Nee. Das ist ja quasi gelogen. Ja, es ist, wir müssten noch mal über das Urheberrecht mit denen sprechen. Ah, ihr habt's gemacht. Da war ja was. Genau. Individualverfassungsbeschwerde wird nicht kommen. Im Endeffekt sieht es so aus, als wenn... Wie schaltest du bitte dein Mikro? Im Endeffekt... Sieht es so aus, als wenn nur Dinge aus der Verfassungskommission als Vorschlag an den Landtag herauskommen, die jetzt, sagen wir mal, durchaus innerhalb von 3 Monaten in einem Verwaltungsakt zu erledigen gewesen wären. Es geht hauptsächlich hier ums Innenverhältnis, um Teile des Verhältnisses zwischen Landtag und Landesregierung. Das sind alles Dinge, die den Menschen auf dem Marktplatz nicht unbedingt interessieren. Also vor meiner Zeit im Landtag hätte mich das ungefähr gar nicht interessiert, was da jetzt als konsensualer Vorschlag kommt. Alle die Dinge, die wirklich wichtig sind, und wir sind ja mit dem Car-Office viel draußen, wir sind auch in den Wahlkreisen viel draußen, egal ob es Wahlalter ist, ob es Ausländerwahlrecht ist, ob es Schuldenbremse ist, ob es Individualverfassungsklage ist, alle diese Dinge, die Menschen wirklich bewegen und wo dieses Parlament hätte zeigen können, dass es handlungsfähig ist, auch darüber hinaus, was draußen an Hass und Hetze läuft. Alle diese Dinge werden nicht geregelt werden und CDU und FDP sind diejenigen, die das Ganze hier blockieren. Niemand sonst. Bei Rückfragen immer gerne. Kurze Anmerkung von mir. Ich gehe auch davon aus, dass unsere zuständigen Referenten dann auch entsprechend vielleicht schon einen Pressetext vorbereitet haben, einmal in ganz kurz und knapp, neben dem großen Bericht und dann vielleicht auch in... Ich glaube, das ist ein Thema, da kann man auch mal einen etwas längeren, erklärenden Beitrag über die einzelnen Punkte oder so... Wir haben da ja so viel Zwischenergebnisse auch. Da gibt es so viel, genau. Und wir haben ja auch noch die Plattform der Verfassungspiraten, wo wir diese ganzen Dinge ja dann auch noch weitergehend diskutieren werden können. Ja. Vielleicht magst du da noch 2, 3 Sätze zu sagen? Ach so. Kleiner Hinweis. Ich hatte bei einer Schülergruppe den Abgeordneten Ott und der hat groß verkündet, dass das Wahlalter mit 16 beschlossene Sache ist, aber aus organisatorischen, bürokratischen Gründen würde es in dieser Legislaturperiode nicht mehr geschafft werden, das durchzusetzen. Damit geht er hausieren. Toso? Ja, das kann ich sagen. Der Kollege Ott von der SPD ist davon ausgegangen, dass es wirklich eine Option ist, dass wir sagen, wir ändern das Wahlalter oder nehmen das Wahlalter aus der Verfassung heraus, machen eine einfach gesetzliche Regelung, erreichen aber nicht mehr die nächste Landtagswahl 2017, sondern erst die 2022. Das wäre ein Kompromiss, auf den wir uns hätten einlassen können. Alleine deshalb, weil durch die Schluderei von CDU und FDP wir jetzt schon im zeitlichen Verzug sind. Wir wollten ja eigentlich schon vor fast einem Jahr fertig sein. Aber man ist ja auf Mitarbeit halt auch angewiesen und wenn sich da von 5 Fraktionen 2 ständig verweigern, dann dauert das halt alles länger. So, und dementsprechend haben bereits erste Aufstellungsversammlungen ja stattgefunden, auch in unserer Partei. Würden wir jetzt nachträglich das Ganze ändern, sodass du auch für 2017 schon ab 16 wählen dürftest, dann dürfte man auch schon ab 16 an den Aufstellungsversammlungen teilnehmen. Jetzt wäre die Frage, müssten die Aufstellungsversammlungen, die schon stattgefunden haben, noch mal stattfinden oder nicht? Ist so ein bisschen so eine Rechtsunsicherheit. Von daher
haben wir uns auf diesen Kompromiss eingelassen, dann machen wir es erst 2022, weil uns geht es verdammt nochmal um die Sache. Uns geht es nicht darum, uns persönlich hier jetzt eine bessere Ausgangslage zu schaffen. Da sind wir aber, das ist nicht bei allen Parteien so vertreten. So, und dementsprechend, wir sind eigentlich alle davon ausgegangen, dass CDU und FDP sich darauf einlassen. Das war auch so von den Verhandlungsführern eigentlich, mir kam es positiv signalisiert vor, kann aber auch halt am Empfänger liegen, das Problem, will ich gar nicht ausschließen. Zuletzt ist jetzt von Herrn Lindner und von Herrn Laschet gesagt worden, nein, nur wenn wir gleichzeitig dem aktuellen Landtag verbieten, eine einfach gesetzliche Regelung zum Wahlalter zu treffen, in dieser Wahlperiode, würden Sie dem zustimmen. Und das ist, hatte ich ja eben schon ausgeführt, gelinde gesagt, lächerlich. Das geht einfach so nicht. Kurz noch von meiner Seite zur Erklärung. Also einfach gesetzliche Regelung bedeutet, dass es halt nicht in der Verfassung drinstehen muss. Der Hauptunterschied besteht darin, für die Verfassungsänderung benötigt man eine Zweidrittelmehrheit im Landtag Nordrhein-Westfalen und eine einfach gesetzliche Regelung, wie es der Name besagt, kann halt dann auch einfach wieder abgeschafft werden. Und das ist nämlich auch noch so ein nicht ganz, sag ich mal, unwichtiger Aspekt. Toso dazu? Genau, um das in Zahlen auszudrücken, wir haben jetzt 237 Abgeordnete im Landtag von Nordrhein-Westfalen. Die einfache Mehrheit wären dann dementsprechend 119. Die Zweidrittelmehrheit wären 158. Ne? Also man bräuchte entsprechend, soll ich nochmal langsam sagen, damit du, also 237 MDL aktuell. Ich wiederhole das jetzt gerade fürs Protokoll, lieber Herr und Frau Stream und wer auch immer. Einfache Mehrheit. Sind dementsprechend, wenn alle da sind, 119. Eine Zweidrittelmehrheit wären 158. Da jetzt noch, das muss ich nicht mitprotokollieren, das kann man sich, wenn man unbedingt will, im Stream angucken. Bei Verfassungsänderungen müssen diese 158 erreicht werden. Bei einfachen Mehrheiten reicht halt, wenn die einfache Mehrheit der Anwesenden, also auch wenn jetzt nicht alle 237 ausnahmsweise mal nicht da sind, dann reicht auch die einfache Mehrheit der Anwesenden. Bei Verfassungsänderungen müssen diese 158 erreicht werden. Qualifizierte Mehrheit. Vielen Dank, ja. Toso. Gibt es weitere Rückfragen zum Bericht der Verfassungskommission? Noch einmal, morgen, wenn ich mich nicht irre, wird er offiziell vorgestellt werden. Nein. Morgen ist die Deadline für alle Änderungswünsche. Vorgestellt werden wahrscheinlich dann nächste Woche, entweder Dienstag oder am Rande des Plenums, das ist noch nicht ganz klar. Okay. Am Rande des Plenums wäre aber ein bisschen schade, ne? Ja, aber es. Dann kriegt es halt keiner mit. Ja, genau. Daniel. Ja, erstmal vielen Dank, Toso, für den Bericht. Zwei Fragen dazu. Die erste wäre. Wie ist der zeitliche Ablauf, ich sag mal, der dann zu erwarten ist, mit den dann vorzunehmenden Änderungen in der Landesverfassung? Also gibt es da schon, ich sag mal, erste Hochrechnungen? Ich spare mir den Kommentar. Und zweitens, was tun wir, wenn die Verfassungsänderungen durch sind? Also Punkt 1, man möchte das aktuelle Plenum noch erreichen. Das heißt, alle Fraktionen kriegen die Vorlagen jetzt zügig. Und ich muss auch wirklich sagen, das, was jetzt konsensual beschlossen ist oder was Konsens ist in der Verfassungskommission, ja, gebt mir 5 Minuten, dann habe ich es euch alle erläutert mit sämtlichen verfassungsrechtlichen Hintergründen und ihr sagt, ja, machen wir. Das sind Selbstverständlichkeiten, bedürfen keiner größeren Erklärung. Also und selbst bei den Selbstverständlichkeiten hinken wir hinter allem zurück. Wir haben demnächst als Alleinstellungsmerkmal aller 16 Bundesländer, dass Herr oder Frau Ministerpräsident, Präsidentin aus den Reihen der Abgeordneten gewählt werden muss. Super Alleinstellungsmerkmal. Hat sonst kein anderes Bundesland. Super. Großartig. Chapeau. Egal. Und zweiter Punkt. Wir werden nach der Sommerpause selbstverständlich
die Änderungen einreichen. Wahlalter ab 16, können sich die Kollegen schon mal drauf und Kolleginnen drauf einstellen. Wird selbstverständlich eine namentliche Abstimmung. Ich freue mich drauf. Das Gleiche wird es geben beim Ausländerwahlrecht. Einmal kommunal, nicht EU-Ausländer, aber natürlich auch auf Landesebene. Diese Hinhalterei in dieser Verfassungskommission hat mich nicht glücklicher gemacht. Und dementsprechend kommt das alles direkt nach der Sommerpause. Vielen Dank. Sehr schön. Damit sind die ersten Pläne nach der Sommerpause auch schon mal gerettet. Und ich freue mich da tatsächlich auf die Debatte. Okay, dann würde ich sagen, sind wir am Ende von Top 11 und kämen somit zu Top 12, dem Bereich Sonstiges. Haben wir im Rahmen Sonstiges irgendwas Bestimmtes übersehen? Gibt es außer jetzt den noch wie immer drohenden Terminankündigungen für zum Beispiel, dass wir ja zum einen den Landesparteitag haben, zum zweiten an KVT, das können wir gleich noch eben. Gibt es noch andere außer Terminankündigungen wichtige Dinge, die wir jetzt hier noch in diesem Zusammenhang? Toso. Eine Sache ist mir aufgefallen. Bei der Lektüre einer großen deutschen Computerzeitschrift, bestehend aus zwei Buchstaben, ist mir aufgefallen, dass da in der letzten Ausgabe ein Artikel drin war über ein Demokratietool, sowas wie Wiki-Arguments, Liquid Feedback, es gibt da ja diverse Dinge. Dieses Tool ist zum Beispiel an mir, obwohl ich mich in dem Bereich sehr, sehr tummel, komplett vorbeigegangen. Findeco heißt es, mit C. Findeco mit C, genau. Also in der Mitte, nicht vorne. Entschuldigung. Und das zeigt mir, dass immer noch, und das finde ich großartig, ganz, ganz viel sowohl von Piraten, aber auch außerhalb von Piraten daran gearbeitet wird, dass man Demokratie besser machen kann, dass man Demokratie digitaler gestalten kann, dass man Demokratie vielleicht auch ein Stück weit schneller machen kann. Und da hätte ich einfach die Bitte für diejenigen, die jetzt hier zuschauen, die vielleicht die Links hier in unseren Protokollen lesen, reicht sowas immer auch an uns weiter. Wir erproben das gerne. Ich habe den Redakteur eingeladen, der hat sich leider noch nicht zurückgemeldet, aber aus Gründen, die gut sind, er hatte einen sehr guten Grund, ich hoffe, dass wir da eine gemeinsame Veranstaltung mal machen können. Ich möchte gerne eine echte Sammlung aller dieser Tools für den Herbst anlegen, sodass wir wirklich auch mal bei einem KVT gerade im Kommunalen angehen können, ob wir nicht Sachen auf die Reihe bekommen, wo wir sagen, wir machen das hier nicht nur mit Open Antrag, was ja meistens sehr großräumig und mit wenig Rückkanal läuft, sondern wir möchten halt auch tatsächlich in den Kommunen die Möglichkeit zu mehr Partizipation bieten. Und das halt auch mit möglichst wenig Ressourcenaufwand. Und dafür würde ich gerne noch viel mehr solche Tools sammeln, aber ich habe daran festgestellt, dass egal wie ich mich tummel, es geht entspannt an mir vorbei. Und das halt auch über die jahrelange Entwicklung. Das, also ein Aufruf, bitte, wenn ihr solche Tools kennt, schickt sie uns, schickt uns eine Mail, einen Link, ist mir egal, ob per Twitter, Mail, ich nehme auch SMS, ist mir völlig Wumpe. Ich packe das alles in ein Pad hier und wir sehen zu, dass wir dazu ein Vernetzungstreffen machen und dass wir das dann auch wirklich mal durchackern, was machbar ist, um unsere Demokratie weiterzuentwickeln. Alle anderen bleiben stehen oder machen Rückschritte. Wir sind die Einzigen, die vorwärts gehen. Lass uns das weitermachen. Danke. Dem neugierigen Betrachter dürfte vielleicht aufgefallen sein, dass es auf der Seite findeco.de auch eine Kategorie namens Piraten-RLP gibt. Also demzufolge nach, ja, wir sind da weiter dran. Jetzt weiß ich, Winnie, Joachim. Ja, es gibt einen Artikel bei der Zwei-Buchstaben-Computerzeitschrift online, der trägt den Titel Trolllose Kolchose. Großartig, oder? Ja, richtig. Bitte nicht irritieren lassen, wir haben gerade irgendwelche kleinen technischen Probleme im Rahmen der Monitortechnik. Stört uns jetzt mal nicht weiter. Okay, Winnie zieht zurück. Ähm,
habe ich einen Top aus Versehen übersprungen? Können wir ja nicht, deswegen ja. Das wäre das als Umlauf. Habe ich gesagt, Top 10, Beschlussvorschlag, Einladung Bundesvorstand machen wir im Umlauf. Top 9 hatten wir bereits beschlossen, und zwar im Rahmen der Nichtöffentlichkeit. Das hatte ich auch sicherheitshalber dann gerade nochmal so festgehalten. Okay. Im Bereich Sonstiges würde ich dann kurz darum bitten, nochmal schnell die wichtigsten Ereignisse in den Raum zu werfen. Unter anderem würde ich dann nochmal Toso bitten, KVT, was für Themen haben wir da? Kommunales Vernetzungstreffen, ich bitte um Verzeihung. Genau. Das kommunale Vernetzungstreffen ist ja das Vernetzungstreffen zwischen der Landtagsfraktion und den kommunal interessierten Menschen in NRW, vielfach halt auch unseren kommunalen Piratenvertretern in den Räten, Bezirksvertretungen, Kreistagen, Landschaftsverbänden, alles, was diese Verwaltung in NRW so hergibt, und da die Kommunalparlamente. Und das Hauptthema oder das Überthema jetzt am 2.7. ist Smart Cities, Open Data, halt die Geschichte, dass man Städte dank IT erheblich lebenswerter machen kann, dass man mehr Mitbestimmung ermöglichen kann, halt alles das, wofür wir Piraten eintreten. Es geht da wirklich von Kleinigkeiten, wie dieses Muster, was wir mal hatten, über einzeln anschaltbare Laternen bis zum großen Mitmachen. Der Hajo Gebel von der PIKO hat da hervorragende Referenten für begeistern können. Wir haben, ich glaube, den ganzen Tag ein Zwei-Schienen-Programm, sodass man immer auch wieder springen kann. Ich freue mich, euch alle da wieder sehen zu können. Wird quasi der letzte größere Event vor der Sommerpause. Unperfekthaus Essen ist auch immer ein Weg wert. Ich freue mich einfach drauf, weil das ist absolutes Kernthema. Kommt hin, ihr könnt das, die Sachen, die wir da besprechen, alle super mitnehmen und zurück in die Kommunen tragen und natürlich auch wieder hier in die Landespolitik spiegeln, so wie wir das jetzt schon seit 2 Jahren hervorragend machen. Vielen Dank. Okay, dann werfe ich nochmal zur Erinnerung in den Raum. Am Donnerstag beginnt der Jugendlandtag hier im Landtag Nordrhein-Westfalen, und in diesem Zusammenhang wird es am Freitag einen ganz heftigen Lobbyabend geben. Da werden mehr oder weniger alle MDL darum gebeten, tatsächlich dann auch entsprechend bei diesem parlamentarischen Abend zugegen zu sein, um sich mit den jugendlichen Stellvertretungen im echten Leben halt unterhalten zu können. Was serviert werden wird, weiß ich nicht genau, aber vielleicht Cola und Kartoffelchips, ganz gesund. Nixos. Mikrofon bitte. Eine Bitte oder ein Hinweis ans Protokoll. Für den letzten Top-Kommunales Verletzungstreffen wäre es schön, da ein Datum einzufügen. Bitte? Nur die Bitte ans... Alles klar, danke. Okay, gibt es weitere wichtige Dinge, Termine für, also wir hatten ja schon einiges, aber was jetzt so kurzfristig noch auf einmal aufploppen könnte, abgesehen davon, dass wir neben den, die einen Leute gucken Fußball, ich gucke mir mal andere Dinge an, EM-Watch, alle Gesetzesvorhaben, die da so durchgewunken werden könnten, während die Fußballspiele laufen, ein altbekanntes Phänomen in dieser, nicht nur in dieser Republik, sondern tatsächlich auch weltweit. BND-Verschärfungsgesetze, die Geheimdienste werden legitimiert, demnächst zukünftig alles Mögliche abgreifen und austauschen zu dürfen innerhalb Deutschlands. Das gucke ich mir mal in aller Ruhe an, das ist auch ein spannendes Spiel. Toso! Mir ist noch was eingefallen, Lochgehirn, tut mir leid. Anscheinend gibt es jetzt einen endgültigen Entwurf nach den 12-20 anderen endgültigen Entwürfen zur Rechtsverschärfung im SGB-II-Bereich. Wir werden uns den endgültigen Entwurf jetzt auch nochmal endgültig anschauen und selbstverständlich da auch nochmal unsere Position zu erarbeiten. Es sieht so aus, als wenn es wirklich zu ganz eklatanten Verschärfungen auch wieder kommen soll, auch zu sinnfreien Verschärfungen, die weder im Jobcenter durchgesetzt werden möchten, noch den Menschen wirklich helfen in irgendeiner Form.
eine berufliche Perspektive zu entfalten. Also es macht keinen Sinn, dass wenn ich ein Verfahren gegen ein Jobcenter gewinne und mir im Monat 100 Euro mehr zugestanden hätten, dieses Verfahren aber 8 Monate gedauert hat, ich diese 800 Euro, die mir eigentlich zugestanden hätten, nicht bekommen kann, auch wenn ich sie mir zwischendurch geliehen habe, um meinen Lebensunterhalt zu bestreiten. Das ist einfach unsäglich. Hier werden die Ärmsten der Armen weiter mit Füßen getreten. Ich kann nicht verstehen, wie eine Partei, die dieses Sozial im Namen hat, in irgendeiner Form an dieser Rechtsverschärfung beteiligt sein kann. Und eventuell müssen wir dazu auch kurzfristig nochmal Position beziehen, auch hier im Landtag. Vielen Dank. Da kommt, glaube ich, ein Kommentar. Sozial im Namen ist ein Mausrutscher, das heißt sozialdarwinistisch, wollte der eigentlich schreiben. Okay. Genau, das Thema ist nervig genug, da jetzt, also nervig im Sinne von negativ, sehr, sehr enttäuschend für dieses Land. Gibt es weitere Hinweise? Denn wenn nicht, wir haben 12.18 Uhr. Für das Protokoll zur Anmerkung, den nicht öffentlichen Teil haben wir bereits abgehalten, den haben wir auch entsprechend protokolliert. Es wird gleich, wie gesagt, ein angekündigter Umlaufbeschluss rumgehen. Zudem werden wir für kommende Woche vorbereiten eine weitere Personalie, in diesem Fall im Zusammenhang Digitales und Social Media. Dies nur schon mal vorab als Ankündigung. Und dann würde ich sagen 12.19 Uhr. Die heutige Sitzung ist geschlossen und ich möchte mich ganz herzlich bei allen Anwesenden bedanken. Auch an den Stream, ans Car-Office. Euch noch viel Spaß bis, ich glaube, 14 Uhr. Fragt nach, gebt Ideen rein. Beteiligt euch mit bei der Verfassungskommission und bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss.